Yo, moin, Dave, Lüt und auch liebe Landratten und Rädchen und herzlich willkommen zurück zu Die Gilde Gaukler, Grufen und Geschütze. Mit mir dabei Dagome. Hallöchen zusammen. Ach ja, im Wohnzimmer, wie immer. Es fühlt sich gut an. Ich weiß auch nicht. Es ist so, ja. Bis da unten 50 Millionen Nachrichten aufploppen, ist auch noch alles. Ja, hier so im Schild. Hauptmenü ist alles gut. Ja. So, glaub mal. Mhm. 89 befinden wir uns, okay. Ja, es kommt gut hin. So, nachdem Folge 88 online ist, so. Ja. Ich habe die letzten Folgen ein bisschen rausgezögert. Ich habe das schon gemerkt. Ja, ich bei Pizza Connection auch. Ja, ich habe mich gewundert. Ich so, hat er nicht erzählt, wir haben irgendwie 50 Folgen. Das ist Folge 49 so Pause. Aber Folge 50 ist mittlerweile auch online. Ja, habe ich gesehen. Ich muss noch verlinken in die Playlist, Leute. Das ist eine Erweiterung in einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt. Achso, gemäß Kommentar und Teamspeak-Gespräch mit dem Schwabenbeutel-Display mit jetzt. Er weiß nicht, wie man Bäume pflanzt. Beim Waldstück. Ja, wir stehen da quasi wie im Ochsenwalde vom wie der Samen vor dem vom Erdenreich. Also so ein bisschen nu. Ach, nicht schon wieder, oder? Jemand bietet euch eines seiner Gebäude zum Kauf. Jemand bietet euch eines seiner Gebäude zum Kauf. Wir können uns auch 3 Jahre der Grabpflege widmen und dann ist es danach wieder schlecht. Also ja. Sagen und vor allem wird's jetzt im Endspurt auch nicht wirklich mehr besser. So, liebes Geselle, Laurenz ist tot. Oh. Geselle ist nicht so schlimm, Schreinergeselle ist nicht so schlimm. Also, Familie und so, ihr wisst Bescheid, aber für unsere Wirtschaftlichkeit ist nicht so dramatisch. Was baut jemand ein Dom, zumindest ein Dom. Ich glaube nicht, dass einer mit einer Kathedrale anfängt, oder? In einem eurer Waldstücke mangelt es euch an Rohr. Aber die Bauplätze sind auch relativ frei in der Stadt. Ich glaube, da gibt es maximal 1 oder 2, wo das Ding überhaupt drauf passt. Ja, diese Stadt ist ja dezent größer als Berlin, das ja schon nach gefühlten halben Jahr komplett verbaut war. Ja. So, wir merken uns, wir sind Denunziant-Bewerber und hoffen, wir schaffen es bis zum Ende der Folge, noch irgendjemanden zu bestechen. Mal schauen, wie viele Nachrichten das noch sind. Das ist hier noch nicht so erkennbar. Gut, dann kommen wir an. Nekromantin ist gestorben. Ein Grab wurde angemietet. Ja, Angestellter stirbt. Nekromanten sind ja die Meister, ne? Hast du zufällig gemerkt, wo das war? Nein. Ich fange mal oben an, wir arbeiten uns langsam noch hinten durch. Ja, so machen wir. Wie mit den Nachrichten, ich glaube, da läuft einer rum. Ceres. Die Renovierung eines eurer Gebäude ist Ceres abgeschlossen. Macht nicht blau. Denn das ist Ferris. So. Fuck you, Ceres. Nee. Ja, mir reicht es. So. Zack. Das sieht doch gut aus. So, Angestellter stirbt in Bewinger 2. Jetzt mal, glaube ich, diese Nachrichten zu. So. Kamin fertiggestellt. Im Waldstück, damit wir das nicht angepflanzte Holz gleich verbrennen können. Ja. Schön. Zweimannsegel. Ja. Wirtshaus. Wir sind leider immer noch kein Wirt. Nee. Zumindest nicht in Nürnberg. Noch ein Witzhaus? Nein. Antwort des entführten Xaver Mannhauses. Ab nach Mannheim. Xavier. Xaver. Ach, Dings. Ja. Man kennt ihn ja. Ja. Mannhauser. Aber da kommt zum Fingerhut. Bazinga 2 angestellt. Ja, ja. Schon klar. Es fehlen Rohstoffe im. Dunkelwald-Waldstück. Ja. Die Renovierung eines eurer Gebäude ist abgeschlossen. Grab wurde angemietet. Grab wurde angemietet. Ich hab jetzt schon wieder so. Oh Gott, sterben wir? Please don't. 33, wir sind ein bisschen jung, oder? Also, wenn wir jetzt. Nee, wir bekommen ein Kind. Wir bekommen ein Kind, aber die Musik ist so traurig. Naja, nicht jeder bekommt gern Kinder. Herzlichen Glückwunsch. Eure Frau hat euch das ist ein Kindergeburtstag. Oh, ja, gut. Muss ich die andere Musik. Wieder falsch. Ja. Erich. Das ist langsam lustbar. Ja, wenn du das Haar wegnimmst, ist es zumindest moderner mit Erik. Aber.
Oder wir nennen ihn einfach Krug. Was? Krug? Ja, es gibt auch immer die Momente, so entweder wo es gemacht wurde, das Kind, oder der Grund. Ja. Krog. Besenkammer Krog. Ja. Da hast du beides. Nee, geht nicht. Mit, ja, gro. Nee, nee. Große Besenkammer. Hinten links. Ja. Am Tresen. Verkaufsfläche. Oh Gott, wie mies. Weg in Urlaub. Nacht. Das ist ein bisschen traurig, wenn die Leute dann Bett zu Hause heißen, oder? Oh, wie langweilig. Ja, echt mal, weißt du? Ja, was sind wir denn mal? Ja, wollen wir einen Hero. Last Child Hero. Ach, das ist das große Haar, okay. Ja. Last Child Hero. Ich denke mal, wir werden ihn eh nicht mehr spielen in den nächsten Folgen. Ich gehe mal davon aus, aber es muss nicht das letzte Kind gewesen sein, zwingend. We'll see. Ja, so, Renovierung abgeschlossen. Schneider wahrscheinlich wird es so sein, wenn wir wenn die letzten 12 Folgen. Dann kommt ein Kind nach dem anderen raus, ja. Dann schmeißen wir uns, sobald er 12 Jahre alt ist, schmeißen wir uns aus dem Fenster. Oh je, oh Gott. Und spielen ihn im Finale dann. Oh, das können wir machen. Aber ich weiß nicht, ob man sich aus dem Fenster. Doch, dürfte man, ne? Man dürfte ja mit anderen spielen. Das geht hier. Das könnte hier eng werden, weil das sind nur noch 11. Das müsste genau. 12. Ja, mein Notfalls machen wir es im Finale dann, oder? Ja. Das wird eh nicht nur eine Folge sein von ja, dem her. Ja, das wird wieder so ein 6-Stunden-Marathon. So. Ja, und sonst sterben wir irgendwann mal, weil wir sind ja jetzt auch schon Mitte 30. Ja. Ja. Na gut. Bogdoros ist Matthias Kriesels. Mhm. Whatever. Alias der Hühnermann. Oder auch Dr. Dr. Hühner. Ja, ja, nee, ist klar. Dr. Hühnermann. Dem Arzt, der kennt die Hühner vertrauen. Also known as ja, Dr. Bogdoros und Bhakti und Teri. Oder wie heißen die? Ja. Zu sehen. Oh. Ach, ja. Verwirrend, erstaunlich und unzweifelhaft seltsames Gedicht. Kommt und höret, höret und staunt. Ja, ich liebe Gedichte, totally. Mhm. So. Bogdoros, er den Taler ehrt, den Don Edello, dies nicht schert. Das Huhn er auf die Stange setzt und selten sich dabei verschätzt. Doch Don Odello abendlich denkt still bei sich, verstehe ich nicht. Und dann, ein mein neuer Gott, Arbeiter Herr Jemini, Bogdoros, selten ich verstehe. In wenig Zeilen dicht gedrängt, doch nimmer Platz dem Dumpfsinn schenkt. Der Tag ist jung, der Frühling naht, die Zeit zum Dichten ist zu schad. Mit Ranzenstab der Hahn ergeht, durch seinen Kamm der Märzwind weht. Und Bogdoros, ja, er gackert munter. Der Don rutscht ihm den Buckel runter. Da, 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 da. Ja. Ja, ich bin gespannt, wir sind wahrscheinlich, wir sterben wir. Nach dem Vorkauf fühlt ihr euch zufrieden da immerhin. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, so ein 1-AP-Abzug wegen totaler Verwirrtheit. So eine flammende Predigt. 10 Jahre älter. Fühlt euch 10 Jahre älter. Oh. Ja. Wir können eine ja, das, höhere das Meister machen wir natürlich gerne, weil wir haben eh 39 und wissen nicht, wohin damit. Lass mich aber da wieder auf den, wenn wir eh schon hier sind, gucken wir, ob wir noch was erhöhen. Ja, nee, ist klar. Dezent könnten wir dann noch was erhöhen. Da geht noch ein bisschen was. Geht sie gleich ein bisschen. Von dem Geiste des Weines inspiriert, steigt das Talent Handwerkskunst Roland Bollermanns in eurem Sägewerk Holz vom Reich. Yes. Wir waren mit dabei. Ja. Zum Saufen. Wir gerade beim Reim waren. Es war um 3 und wir waren mit dabei. Ja. Das ist wieder so ein Gedicht. So. Pest ist in der Stadt. Hallo Pest. Ein Satz wie ein Gedicht. Ja. Nee, die Pest, die ist es nicht.
Ja, okay, sollen wir es nochmal probieren mit den Pflanzen? Vielleicht ist mittlerweile was abgeholzt worden, weiß ja nicht. Ich hoffe immer noch, dass sie das selber machen, aber... Ich frage mich gerade nochmal, wie das ging. Da rechts ist Anpflanzen, so ein Button. Ah, da. And then you have to click on the wood you want. Ne? Und dann ist fertiggestellt. The wood you want. Ach. Ja, und dann ist die Frage, jetzt nochmal klicken oder dann nochmal aufs Holz klicken? Ich weiß es nicht. Es kommt, du siehst diesen hellen Schatten da. Ja, wenn du da jetzt nochmal aufs Holz klickst. Wo denn jetzt? Da, wo du jetzt bist. Nochmal einfach nochmal klicken. Nichts. Gut. Ne, das wollte ich nur testen. Wie ist das dann? Kann ich auch nicht. Kann ich in Ruhe ziehen? Nee, auch nicht. Und jetzt wieder. Meisterschmied. Glückwunsch. Eure Anstrengungen Goldschmiede. Sind belohnt worden. Können wir dann die ein oder anderen Sachen wieder aufwerten? Einen höheren Meister. Haben wir überhaupt so Schülerei? Ihr seid Meisterschmied. Es ist euch ja mehr erlaubt, die folgenden Betriebe selbst. Dann lassen wir das Waldgrundstück erstmal nach oben. Ich versuche das also spätestens bis zum Finale, falls wir das dann überhaupt noch haben, versuche ich das mal noch rauszukriegen. Ich weiß zwar bis jetzt noch nicht wie, weil man, du klickst ja schon, ne? Wenn Schwabenboy das nicht weiß, wird es echt kritisch. Ja. Hat es noch andere Goldschmieden, die wir übernehmen können? Mal anders gefragt. Clever. Was wollen wir denn? Können wir die nicht Meister einstellen? Vielleicht kann sie sich aber drum kümmern. Ich weiß, das ist immer so die einfache Methode, ist immer auf andere abzuwälzen. Ich glaube, wenn dann nicht in der Söldnerhütte, sondern in der Vorarbeiterhütte oder wie das hieß. Ja, genau. Bitte, bitte, lass deinen Meisterbrief hängen. Oh, hier ist sogar Barbara ist da. Ja, mach doch. Aber er behält besser die Klappe. Vielleicht sollten wir auch sagen, sie darf ruhig auch mal Bäume pflanzen. Also. Geh hinaus und pflanz einen Baum. So, unser obligatorischer Gewinn von 116, der nur 115 ist. Ja, hier 9000. Was soll's? Ihr wurdet von der Stadtwache entdeckt. What? Verdammt, ein Einbruch im Landsitz verehrt und gefürchtet wurde durch die Stadtwache verhindert. Ihr müsst 619 Pfennige Strafe an Jukbert Hubert Mosler. Hubert Mosler. Der mit der Motorsäge. Der mit der Doppelsäge. Ihr wisst schon. Mhm. Ja. Mhm. Sie hat sich eine Eisenstange in den Fuß gerammt, arbeitet aber tapfer weiter. Jetzt hat sie da so eine Furche. Ja. Ein Loch. Sie steckt noch. Ja. Ja. Es klappert immer, wenn sie über den Hoch schart. Ich glaube, Helga kommt. So. Wir sind durch so mit Nachrichten. Bestechen. Ja, dann bestechen und gucken, ob es noch Goldschmieden gibt, die wir... Genau, erstmal bestellen. Ich kann die in dieser Stadt gar nicht nach Hause. Wo ist denn hier? Wo wohnen wir denn jetzt nochmal genau? Ah, hier. Da. Guck auf die Fähnchen. Die klitzekleinen Fähnchen euch auf dem Dach. Und nur euch die besten Wünsche. Ihr habt euer Talent verhandeln durch die Lektüre des Buchs Reich werden mit System erleuchtet. Eure Fähigkeit ist nun mäßig Reich und immer noch System verbesserungswürdig. So, wichtig. Ich mal wieder ausleihen. Es ja, gibt noch ein Anwender. Das klingt gut. Arne Iselschnepp. Ja. Iselschnepp oder ist er nicht, ja. Ja, man soll mir gefügig sein, also. Richtig. Geht ja was. Wahrscheinlich ja. Müssen wir ein bisschen irgendwie so Schmuck, Kamm und so. Oh, wir haben gar nichts. Ja, welche Ebene ist das denn, bevor du jetzt irgendwas kaufst und wir kaufen dann für die Falschen? Generell kaufen wir immer für... Wofür haben wir Denunziant, uns Denunziant. Naja, also Informanten. Okay. Die Renovierung eines eurer Gebäude ist abgeschlossen. Hören wir mal hier an. Jan Gehstock. Schon mal eine Erweiterung in einem eurer Gebäude. Ich glaube, das Eldermann, was war der nochmal? Ansicht, das ist zu hoch, glaube ich. Oder? Kann aber auch nicht schaden. Vorher, nachher, wenn er nicht kaufbar ist. So. Können wir diese Silberkette nicht theoretisch selber herstellen? Weil ich glaube, die bringt uns dann was, oder? Naja, egal. Wir können gleich mal in der Schmiede gucken, aber ich glaube nicht, dass wir... Ein schlimmes Vorzeichen. Ja. Unser Arbeiter hat Pestbeulen. Naja.
Arbeitet aber tapfer weiter. Ja. So, hier ist jetzt nichts. Importer. So in der Luftblase. So, du könntest aber, wenn, dann so einen Wollumhang kaufen. Ich glaube, der verhindert doch, dass man Krankheiten... Ansteckung von Krankheiten. Oder? Ich mein, schade, die Dezent bei so die Pest gerade so. Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt. Nimmt ja nicht alles gerne mit. Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt. Mir fehlen nur noch Pest und Cholera. Ja. Wo ist denn hinter mir? Rest bin ich durch. So. Wenn sie ihn bei 3 zufälligen Anzuhabern des anderen geschlagen. Naja, nee. Okay. Hilft uns als gar nicht so weiter, ne? Ich spüre, vor allem es ist schon 10 Uhr. Wir müssen schnell. Kamm. Ich glaube, Kamm war auch mal hier mit der Frisur und so. Ja. Wir legen einfach mal alles an. Wird schon. Gebäude wurde hinzugefügt. Also am besten mal gleich, weil es ist 10 nach 10. Ja. Die Zeit rennt. So, wo war hier da? Ne. Kann ich denn hier in die Waren ran? Ne, hier Silberring kann aber auch nicht schaden. So. Silberring benutzen. Jo. Kamm benutzen. Jo. Benutzen. Jo. Benutzen. Jo. Und anziehen. Und. Oh. Ja, man, also stresst die letzten 3 Minuten noch, ne? So. Achso, hier kommen neue Nachrichten. Ein Arbeiter ist erkrankt. Taschendiebe. Ist das nicht der Typ mit der Pest gewesen? Ich meine, Pest gelesen zu haben gerade. Das kann sein. Ja, das wird jetzt hinten drauf gerechnet. Die Nachrichten haben wir beim nächsten Mal dann. Ja, toll. Wieder ein toter Meer in der nächsten Folge. Sterben, worauf wir die fliegen. Aber erst in der nächsten Folge. So, 42.000, fast 43.000 Warenverkäufe. Ja, lübt. Gegenüber. Knapp etwas mehr als die Hälfte an Einkäufen. Mhm. 10.000 finste Maßnahmen, aber das waren, glaube ich, die Bestechungen, oder? Personalkosten. Wo sehe ich denn die? Hier. 17.000, ja, boah, gut. Respekt. Aber unsere Zinseinnahmen decken fast die Personalkosten. Also von daher. Ja, also der Gewinn ist auch gar nicht so schlecht. Also mit 16.000. Kann sich sehen lassen. Mhm. So, schauen wir mal, was bei der Deduziantenversammlung rauskommt. Unter den städtischen Spannung steigt. Ein Amt neu zu, ich meine, wir haben den höchsten Titel, oder? Es gibt 4 Bewerber. Fürst, Herzog, Bürgerin, yes. Bürger, ja. We got it. Die Wahl ist Celebration. Wir sind Denunziant. Endlich dürfen wir denunzieren. Was auch immer wir tun da. Aber hey. Das ist auch. Ich glaube, jetzt ist sogar noch einer Nekromeister, die. Mäzen? Ja, Meisterschmied kam dazu. Den stimmt. Haben wir jetzt gemacht. Ja. Durch. 50 haben wir Maximum schon wieder. Ja, ich glaube, wir hätten wahrscheinlich sonst mehr gekriegt. Wir hatten 33 und da allein haben wir 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, nee, 17, passt. Ganz genau aufgerundet. Das war genau ausgerechnet. Ha! Oder geht das dann noch weiter runter? Nein. Nee, hier ist wirklich Ende, also weiter sind wir dann auch nicht. Ja, gut, heißt, wir müssen ein bisschen APs ausgeben in der nächsten Runde. Jo. Mal wieder. Sofern wir dazu kommen. Einen neuen Beruf, auf was sollen wir uns denn da konzentrieren? Puh. Was bleibt denn da noch? Sollen wir uns da ein bisschen, offscreen kurz Gedanken machen? Würde ich sagen. Weil sonst wird das hier ein bisschen zu lang, sonst, denke ich mal. Denke ich auch. Ja, dann danke ich auf jeden Fall, dass du wieder mit dabei warst. Sehr gerne. Hier im Endspurt in Nürnberg. Und dann sehen wir uns alle wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, Hummel, Hummel, Moss, Moss. Und der Dagomir hat die letzten Worte. Ja, ich bedanke mich natürlich auch, dabei sein zu dürfen. Und wir sehen uns im Herbst 1490 alle wieder. Bis dann, tschüss.